Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Strange mit mir, dem Bahamut. Und jetzt geht's weiter in unserem Hauptgebäude von unserem Campus. Da einfach von unserer Akademie oder sowas. Akademie-Hauptgebäude. Und wir wollen uns ein bisschen umgucken. Und das werden wir jetzt so tun. Eine Map haben wir hier. Logologie. How many students ever actually memorize all this shit? Ja. Wie viele können sich das merken? Richtig, null. Weil man merkt man sich einfach so, wenn man in eine neue Umgebung ist, merkt man sich das eigentlich nach 2-3 Tagen schon von selber. Look. Carrying a gun to class is cool, though. Ja. No running, no yelling, no pushing, no gravity. Blackwell Academy, Rules of Hall Conduct. Alles klar. Wir wurden nicht gerannt. So, der Principal Wells. Sir? Oh, hello, Max. I hope this isn't about the alleged gun incident. Haben Sie mit Nathan geredet? Alleged? Nathan did have a gun. Have you talked to him yet? Yes, he's deeply upset about this accusation. I don't blame him. Once I have all the facts, we'll talk. For the moment, focus on your schoolwork. I can't focus when I'm scared. Please don't say that. There's nothing to be scared of at Blackwell Academy. Our head of security is overseeing a new era of campus safety. Ja, genau. Also, der hat gesagt, der hat mit ihm geredet und der will ihn aber jetzt irgendwie in die Scheiße ziehen und sowas. Und wir reden alle, wenn eine paar mehr Informationen oder wenn die Zeit dafür gekommen ist und sowas. Ja, aber wir können uns hat er noch gesagt, wir sollen uns doch auf unsere Schularbeit konzentrieren. Können wir aber nicht, weil wir ein bisschen ängstlich sind. Und mit dieser Angst und sowas können wir uns eben nicht auf das allgemeine Schulleben hier konzentrieren. Hat er gesagt, nee, das darfst du nicht sagen und so, weil du brauchst keine Angst haben, weil unser Kopf der Sicherheit, der David Metzen-Klubbe war das, der hat alles im Griff und sowas, ja, der hat alles im Griff. Hassel Kate, hä? I saw Mr. Madsen hassle Kate Marsh yesterday. Wait. Do you see a pattern here, Max? Probably not the same one you see. It's very easy for you to instantly accuse people of doing terrible things. Nathan, Mr. Madsen, who's next? Now, if you'll excuse me, I have a meeting. Ja, sehr einfach hier als so, ja, wie soll ich das sagen, so als Loserin, no, so ein Loser-mäßig, andere Leute zu beschimpfen, weil wir haben ja die Zeit hier uns umzugucken und sowas, und wir sind eben... Na, ein bisschen einsam hier durch das Gebäude. Gut, wir haben jetzt mal die Kate, aber hat man ja vorher, wenn ganz Sachen angefangen hat man das ja auch nicht. Ja, und der Kunde ist nicht ganz rede. Ja, mit dem ist auch noch irgendwas. Da geht ganz schön vielen Sachen aus dem Weg, muss ich sagen. Wichtigen Sachen. Good thing I left my AK at home. Ja. Look, missing. Now why would Frank Bowers have your bracelet? Genau, frage ich mich, woher hat der Frank das Armband? I should feel lucky to be here. Alles klar, ja. Ich sollte doch glücklich sein, hier zu sein. If my tornado vision came true, ja, End of the World Party. Das ist auch schon wieder so ein, hier, so ein Stich, weißt du? Vortex Club hieß so Strudel Club oder irgendwie, so. Oder Spiral Club oder sowas. Und das mit dem Tornado, dann Ende der Welt Party, das passt alles so richtig schön zusammen. Also wie als vom Schicksal genau vorherbestimmt. Wer ist das? Geh bloß weiter, schaff zu tun. Der Trevor, ja. Trevor surveys his domain. Okay, der hat gerade überhaupt nichts. Poster. Join us or die. Ja. Tritt uns bei oder stirb. Luke. If I was normal, I'd be super excited about going to a major shindig. Das ist noch normal, aber wäre es bestimmt unbedingt hingegangen. Aber wir gucken ja mal, was die gute Courtney will do. Courtney anything for Victoria in the Vortex Club. Oh. Stellt gerade irgendwie eine Liste zusammen, wir reden mal mit. Hey Courtney. Ciao Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. I'm not anti-soiree. You seem anti-fashion though. A Vortex Club party has a strict dress code. Do you even have a dress? Sorry, but nice try.
Alter, willst du mich mal nicht verarschen hier oder was? Na klar, haben wir einen Dress, wir haben doch einen Kleiderschrank. Also, hey Courtney. Nochmal. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up. Really? Oh, like. Dresscode. I'm sure the Vortex Club has a dress code. As you can see, I would need your advice on what to wear. Thanks, Max. I didn't think you noticed high fashion. Tell you what, I'll put you down on the guest list, and before the party, I can give you some tips. Cool. Thanks, Courtney. I'll send you the party info later. Back to the list. Also, wir kriegen auf jeden Fall eine Party-Info. Vielleicht ist es auch die super Gelegenheit, dort mal hinzugehen und mal gucken, was da vielleicht abgeht und uns ein paar Informationen zu erhaschen. Und ja, wenn die Info dann reinkommt, kurz bevor die Party losgeht, will sie uns dann noch ein paar Tipps im Ankleiden geben oder irgendwie sowas für uns aussehen dann und sowas noch. I should go and see what I can learn. Global warning, freak snow. Ja, alles klar. So, mit dem kann man nicht reden. Schade, von dem hätte ich auch gern noch was gehört. Oh Gott. Wenn wir gerade das Video angucken. Kann man das erkennen? Nee, die, nee. Die sind im Facebook. Mach Facebook aus. Noch ein Poster. Does anybody believe this shit? End of the World Party. Stop being a loser. Alles klar. Weil wenn man dorthin geht, ist man kein Loser mehr oder was. Ja, ja. Wird aber von Leuten betäubt und verschleppt oder was. Wir werden auf jeden Fall rausfinden, was dir zugestoßen ist. Desperate much? We're already here. The world is yours today. Oh, klasse. Zachary, was ist los? Hello, Zach. Sup, Max? It's weird to not see you without your camera. I'm always taking pictures with my eyes. I bet. As long as you don't talk to everybody about all that shit with the sext in Victoria. It's vorbei. It's over. Just another Blackwell mini drama. You mean stupid shit. Man, I just don't get Victoria. And what does she want? Probably for all of us to talk about her. Like now. Then let's not. You're pretty smart, Max. See you at the game Friday. Ja. Was will Victoria? Ja, die will auf jeden Fall, dass alle über sie reden. Die will im Mittelpunkt stehen. Das ist eben so eine richtige Bergziege, ey, auf jeden Fall. Look at these trophies. Genau, so ist es. Gotta give it up for those Bigfoots. Ja. They do stomp. Nicht aufgeben. Männer mit großen Füßen. Ihr werdet das Ding am Freitag bestimmt rocken bei dem Spiel. You can really learn a lot about a school by the weird shit posted on the boards. Oh Gott, nur Informationen, die keinen interessieren. Missing person. Der Justin! Er ist schon gesehen. Look! Justin always looks down. Okay, das sieht immer bekifft aus. Kommt auch, geht. Ist doch nicht. So, Principal Wells, okay, da war. Ah, hier ging es noch weiter, okay. Ah, unser David Madsen, mal sehen, was der zu sagen hat. Excuse me, Mr. Madsen? I know things got a little heated yesterday in Chloe's room. Was that really your reefer? Ob das wirklich unseres war? Ja klar, wir stehen für die Chloe ein, natürlich. Yes, it was. You know that marijuana is almost legal in Oregon. I can get it at Blackwell. Are you gonna bust me now, Mr. Madsen? Even I'm not that much of an asshole. And I am sorry about yesterday. I was wrong, but upset. Cannabis is not a big deal to you, but it has been to Chloe. You're a combat veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. She's better than that. All you kids are. So is Kate Marsh. Ja, es ist eben, ich meine, was mit uns ist, so interessiert ein Fleisch nicht und sowas, also Fleisch nicht so sehr und sowas, ne? Aber es interessiert eben ihn eben, wenn Chloe mit Drogen irgendwie in Verbindung gebracht wird, weil er das nicht will.
Weil er will nur, dass es ihr gut geht und sowas. Und wird aber so abgeschimmelt, dass es ihr, dass er durch seinen Veteranenstatus irgendwie will, dass es allen gut geht. Und das kann er aber nicht. Und so, oder er kann nicht auf alles aufpassen. Das geht nicht. Er kann auf das aufpassen, was er sieht, was er regeln kann und gut. So, und das mit Kate. Na, was ist denn mit Kate? What about Kate? You step between us at a pretty bad time. She's another matter entirely. Kate hasn't done anything wrong. Max, this isn't just about Kate Marsh. My concern is for the safety of all Blackwell students, including you. That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. Ja, haben wir ein bisschen in die Enge getrieben, weil wir haben ihn und Kate in einem ungünstigen Zeitpunkt gerade erwischt und sowas. Also es sollte vielleicht gar nicht so sein, wie wir es gesehen haben. Also wir haben ja gedacht, das ist irgendwie was Negatives oder irgendwie, da will die irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einschüchtern, weil er was gesehen hat oder sowas. Aber ihm geht's eigentlich nur um die Sicherheit von allen Studenten hier im Blackwell und sowas. Nur, das will niemand hier, das will niemand sehen. Und da haben wir gesagt, ja, das sehen wir sowieso bald hier all deine Kameras und sowas. Und dann durch die Petition von der Mrs. Grant und sowas, das hat sich das alles so hochgeputscht. Und er will eigentlich die Kameras haben, um hier vermisste Schüler zu finden. Oder beziehungsweise wie sie verschwinden. No, das war seine Absicht, das konnte ich so raus, wenn ich jetzt richtig liege. Und das war eigentlich seine Absicht und sowas, und da wird falsch verstanden und sowas. Und da haben wir ihn jetzt ein bisschen in die Enge getrieben und sowas. Ja, wie das eben sein kann, weil die Kate hat nichts Falsches gemacht und sowas, und dass man die doch in Ruhe lassen soll. Und da hat er gesagt, ja, ich will nicht mehr mit dir wörtlich streiten, ich will mit niemandem mehr wörtlich streiten. Und dann so irgendwie jetzt die leck mich am Arsch-Haltung jetzt gerade irgendwie ein bisschen, ne? Aber gut. So soll es wohl sein. Wir gehen erstmal weiter. Mann, was ist los? Der Warren ist im Chemiezimmer. Hey, girlie. Sit down. Science. I'm in the science sci-fi lab now. I'm no Schrödingers Kitty. See you soon. Also, wir sehen uns. Frank Bowers. Was mit dem scheiß Ding hier? I'm so dirty. Bin so dreckig. Das war schon eine Aktion, ey, mit dem Wohnwagen. Haben wir schon ganz schön viele Charaktere hier in unserem Album. Ja, die Bahngleise, das war schon was. Haben wir noch mal ein Foto? Cool. So, gehen wir wieder zurück. I still have time. I could go see Warren playing mad scientist in the lab. Ui. Luke is always using the phone as a shield to avoid people. Alles klar, da hat sein Handy immer dabei, um irgendwie Leute aus dem Weg zu gehen, so habe ich das jetzt verstanden. That reminds me, I have to score some weed from Nathan. Oh nee, hängt die schon am nächsten oder was? To smack the arm on Zachary. Alles klar. Ich bin gleich wieder da, ich muss noch mal ganz kurz Nase schnappen, mir läuft nämlich der Schnuller. Bis gleich. Ja, da ist er wieder. So, okay, was macht denn Juliet? Juliet is laying the smackdown on Zachary. Ja, und Logan? I really hope this jackass will use protection next time. Gottes Willen, ey. Ja, die will Zachary irgendwie wahrscheinlich eifersüchtig machen mit dem nächsten hier, mit dem Logan und sowas, aber na gut. Hier ist Science Class, da müssen wir dann gleich rein. Das könnten wir eigentlich gleich mal machen. Wir gehen gleich mal hier rein. So, was haben wir denn hier alles so Schönes? Oh, Mrs. Grant ist das doch, oder? Mit der können wir auch mal reden. Hi, Miss Grant. Funny, I was just thinking about you, Max. Thanks again for taking a stand against camera surveillance here. Every signature counts. Genau, jede Unterschrift zählt. Er hat sich bedankt für die Unterschrift gegen die Kameras über den ganzen
Akademiegelände. Ja, wir fragen uns mal wegen der Petition, was da los ist. Campaign going. You signed the petition, now it's your campaign too. Thanks for stepping up. More people would rather send a text than sign a petition. That's how they keep us all distracted. Nobody will notice cameras on every square foot. I know. I really hope you keep those cameras from taking over Blackwell. Max, with students like you, we sure will. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass sich das lohnen wird und sowas. Und da hat sie gesagt, irgendwie, ja, wenn wir mehr so Studenten hätten wie wir, dann wird sich das auf jeden Fall lohnen. Fotos. I'm just thinking about all the autumn photos I want to take. Oh, this is my favorite time of year. I do love the season change. This whole campus is a visual delight. I know Mr. Jefferson loves to shoot around here. Ja, die weiß auf jeden Fall, dass der Mr. Jefferson, also unser Lehrer von unserem Kurs, sehr gerne hier Fotos schießt hier in der Umgebung. Komisch. Da wäre schon wieder hellhörig, wenn sowas gesagt wird. Naja, gut. Und was? Sie kennen Mr. Jefferson? You must know Mr. Jefferson pretty well by now. I certainly know him as a talented artist and terrific teacher. I've been here a little longer, but he's made a bigger mark. I have to say, it's not quite autumn enough yet. Naja, sie ist länger hier, aber da er jetzt hier ist, und er erntet mehr Aufsehen, also ihn beachten mehr, weil er irgendwie so ein bisschen höhere Position ist, weil er macht ja auch so Fotos und so, da ist er ja ein ganz großer dabei und sowas. Ja, und aber sie ist länger hier und ja. Man könnte das jetzt auch als physikalischen Test sehen, so ungefähr. Wer hat mehr Kraft oder so? Jemand, der länger hier ist oder jemand, der erfolgreicher ist. Aber irgendwo haben wir doch alle unsere guten Seiten. Von daher, die soll ich mal neben dem Hemd machen. Ja, wegen dem Schnee, genau. Snow. What about that snow yesterday? What's your scientific explanation? Our climate is moving beyond explanation. Of course, some of the tribes here might see it different. Na, hier treffen sich irgendwie von der Natur her gesehen. Da treffen sich hier viele Hoch und Tiefs, was jetzt vom Wetter her ist. Und da kann das schon sein, dass hier irgendwie mal Schnee fällt. Und die erklärt sich das durchs Wetter, dass es eben Kaltfronten, Warmfronten aufeinandertreffen und sowas. Und allgemein auch das Wasser und so, weil es ist. Wir leben ja am Strand sozusagen oder am Meer. Ja, wer weiß. Wir werden es auf jeden Fall noch erfahren, denke ich. Bye I'm bye. Sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max, we'll talk again. Real soon. Genau, wir werden noch mal reden. Ui. Oh, hier ist ein Poster noch. I wish I could bring a mini Warren with me to my science exams. A little Warren müsste dann hier mit. Big brain, think. Ja, ich komme ja gleich. Hey. Haufen Zeugs. Poster. This can't be that hard. Da Vinci was a boss. Da Vinci ist. Oder war ein Boss, hat sie gemeint. Ja, so Haufen Zeugs ist ja. Oh, Aquarium! I bet if I touch the glass, all these creepy sea creatures will pop up. Ja, wenn sie ans Glas haut. Erschrecken die sich, die Fischer. Das haben wir doch früher auch gemacht, also machen wir es ja auch. Ich bin jetzt so ins Glas, haben wir alle früher gerne gemacht. Komm. Or nothing will happen at all. Okay, die haben alle die Ruhe weg. Da passiert gar nichts. Oh, die Brooke. Howdy, Brooke. Hi, Max. Making your daily rounds? Ob wir unsere technischen Runden drehen. Ja, wie geht's einer Drohne? How is your drone?
Miss Grant busted me flying it over the parking lot. She's all jacked up about surveillance bullshit. Like I was spying on Warren's new car. You already planted a GPS on him? I borrowed the one he has on you. Ja, auf jeden Fall hat die Miss Grant sie erwischt, wo sie mit der Drohne über den Parkplatz geflogen ist und ihr in Warrens neues Auto irgendwie betrachten wollte. Und in der Hinsicht bin ich froh, dass wir sie nicht geflogen haben, weil sonst wären wir vielleicht noch von der Miss Grant angegiftet worden, weil wir sowas ummachen. Und dann hätte sich das Ganze alles in die Haare gekriegt mit der Petition, die wir unterschrieben haben, gegen Überwachung, und dann fliegen wir so eine Drohne. Also wir haben es schon richtig gemacht, denke ich. Und, ja, da haben wir gefragt, ob sie irgendwie ein GPS irgendwie an das Auto gemacht hat und sowas. Und hat gesagt, nee, das GPS, was du hier an ihn geklebt hast, reicht schon aus. Also wir haben den ja auch im Blicken wollen und so. Es geht wieder um Mädchenzankereien, ja. Also wir verabschieden uns. Wird mir hier zu doof. Don't let me get in your way. So long. Eieiei, nee. Mein Warren, nee, mein Warren, nee, mein Warren. Kann nicht sein. So, hier scheint nicht mehr zu sein. Gut, gehen wir mal zum Warren, mal sehen, was der so vorhat. Bring me the brain, Igor. Jetzt muss ich auch noch niesen. Ah, das ist bestimmt wirklich mal Heuschnupfen, der wieder kommt. So. Achso, das haben wir schon. Okay. Jetzt reden wir mal mit dem. Hey Warren, are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell Silverhammer, perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. I have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Ich muss mal ganz kurz schnauben, tut mir leid, Leute, also das ist wirklich schlimm. Ach, nee. Ach, aber wenn das ähnliche ist, womit man sich rumkillen muss, da geht's schon. Er hat gefragt, ob man ihm helfen kann bei dem Chemietest und sowas. Was will man im Sodium oder Potassium? Ja, Potassium, würde ich sagen. I'm not sure why you're letting me decide your fate, but go potassium. Potassium it shall be. If this works, you get a free hug. So, come. Ooh. Weird science. Zurück. Kann ja alles gewesen sein. Speak. Hey Warren, are you okay? You look thoughtful. Maxwell Silverhammer, perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. I have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Lots of potassium. I actually think you should use a lot of potassium. I mean, a shitload. See? Look at that smile. You're going to become a scientist yet. Let's do this thing. Oh. What the hell? She blinded me with science. Okay, war's das jetzt? Oder nochmal zurückspulen? Wir spulen nochmal zurück. Muss doch noch einen größeren Knall geben, oder? Nee, das ist denn vom Stuhl haut, Alter. Nicht da hinten in der Ecke. Jetzt können wir reden nochmal wieder. Are you okay? Ich muss die ganze Suppe reinschmeißen, Alter. Maxwell Silverhammer. Asking me. Ja. I have to add either a bit of. Lots of potassium. Wir fragen nochmal. I actually think you should use a lot of potassium. Shitler. See? Look at that. Jetzt aber. Alter. She blinded me with science. Vielleicht spielst du Mrs. Grant was. Ich kann mal dir noch mal fragen. Hi again, Miss Grant. Right back at you, Max. Ah, sehr gut, dass wir hingegangen sind. Can I ask you a possibly dumb science question? You know my stock teacher answer. There are no dumb questions. Gib keine dummen Fragen, Sister. Would you add potassium or sodium to a chemical mix for this week's experiment? Neither. Unless you want a face full of powder. I would add chlorine. Okay. Chlorine.
Wir könnten jetzt auch nochmal zurückspulen. Ach, kann man nicht. Bye. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Okay. Gut, okay, wir haben es jetzt. Jetzt müssen wir nur noch... Was macht der denn hier für eine Scheiße? Lass doch mal. Mensch, ich hab die Antwort für dich. Warren. Jetzt aber. Hey, jetzt Warren. Geht's los. Pass auf. Maxwell Silverhammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me ich helfe dir gerne, das ist kein Problem. Also ich würde als Profi ja sagen, dass du Chlorin nehmen sollst. Wrong, Warren. You need to add chlorine. Not potassium or sodium. Chlorine? I didn't think of that. Can't argue with a confident scientist. Let's try it. Na dann. Eureka! She's got it. No, you got yeah. it. Yeah. Oh, photo, photo, photo. Dr. Caulfield. Ist nicht wahr. Damit seinem hübschen Pfeilchen noch drauf. Hammer geil. Metermaid. Errungenschaft freigeschaltet. Sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Cool, zeig mal her, was du da gemacht hast. Stell das doch mal hin, Mensch. Nimm deine Pfoten weg. Ah, pink. Ah. Die Folge wird der Gypsy gefallen. Ein pinkes Experiment ist es geworden. So, wo gehen wir jetzt hin? Ja, hier hinter zu. Hey, da steht noch die Kate. Aber erstmal gehen wir zu dem. Speak! Yo, Maxwell Smart. Talk later, cool? Ja, gut, okay, wir reden später. Von mir aus. So you can't help me? I'm trying, but you have to understand my position. Why? You don't understand mine. Nobody does. Nobody. Weißt du, was ist mit dir jetzt los? So, sie können mir also nicht helfen. Ja, du musst verstehen, in welcher Position ich bin. Ja, sag mal! In welcher Position ich bin? Sie können mir nicht helfen. In welcher Position. Du weißt. Was? Sie können mir nicht helfen. Ach, wisst ihr, was ich denke? Ihr habt bestimmt gefragt, ob der irgendwie helfen könnte, das Video irgendwie aus dem Internet zu entfernen oder irgendwie. Von wegen, weil er sich doch so mit Fotos und Videos auskennt. Und so hat er dann bestimmt in die Richtung was gefragt. Aber wieso hat er da nicht geholfen? Er kennt sich doch damit aus. Finde ich scheiße. Hm. Wir reden mal mit dem. Sorry to bother you, Mr. Jefferson. I'm only bothered when you avoid turning in photos. But you know this. So what can I do for you, Max? Just between you and me? I'm worried about Kate Marsh. That's no secret. Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday. Yeah. David Madsen. I stepped in between David Madsen barking all up in Kate's face about something. She doesn't deserve that. Of course not. Mr. Madsen isn't the most gentle soul. Do you have proof he instigated the situation? My word isn't good enough? The one time I choose not to take a picture. Always take the shot. My number one rule of photography. And Max, I promise this matter is being discussed by the faculty. I assume you know about this viral video? Ja, ne. Die Kate ist ausgeflippt deswegen. Guck dir doch mal an, die Verheulte. Kate is freaked out. Kate is freaked out by all of this. She can't do homework while she's being tormented on a daily basis. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doth protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Na klar, haben wir mit der geredet. Klar. Yes, I talked to her on the phone today. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. I miss Rachel too. But think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. Mann! Sag mal, stecken die unter einer Decke hier oder was? Ja, doch,
Der Principal hier, dieser Direktor, der hat mir das gesagt, was du da gesehen hast und sowas. Und ich kann in meiner Position dir helfen. Und wie ist denn die so beschäftigt mit diesem komischen Video und sowas? Aber versteht er das überhaupt nicht oder was? Was ist denn mit dem los, ey? Ja, das wird mir echt langsam ein bisschen zu doof hier. Lehrer sollten doch Schülern helfen, oder ne? That was private. Ja genau, eigentlich war das eine private Sache. Ja. That was a private conversation. Not that I wouldn't tell you. This is a serious accusation, Max. So you don't believe me? I would never make something like this up. I hope so, Max. But it's easy to point fingers. If Mr. Madsen claims you might be a pot dealer as he did, should I believe him? Listen, should I... Excuse me, Max. Hello? Yes? Hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Alter, jetzt weiß der, dass wir irgendwie hier diesen Pott oder diesen Shit da gerucht haben bei Chloes Raum, weil der wahrscheinlich das von dem komischen David Metzen erfahren hat oder sowas. Listen, I do have a class I have to teach. I have to go. Mhm. Okay, I'll do that. Okay. Ich bin ein bisschen gestresst. Stella, hey, was los? Stella is smart to stay out of all the drama. Kriegt das gerade mit, hä? I guess I'm out of time to turn in a photo for the contest. Irene. Dann gehen wir doch mal mit unserer geretteten Person vor dem Football reden, Alyssa. Jetzt können wir ein Foto machen. Ach! Warte mal, ist das nicht die Person vor dem... Ach, alles klar. Ich habe mich schon gewundert, wieso müssen wir jetzt von der ein Foto machen? So. Machen wir. So, können wir mit der noch reden? Ja. Oh, Errungenschaft, Resolution, Revolution und Labmaster. Okay, ich glaube, wir haben not alle now, jetzt, Max. Ne? I'm contemplating shit. Okay. Die fühlt sich irgendwie ein bisschen... Contemplating shit. Denkt immer komplizierten Scheiß gerade nach, sagt sie. Mit Daniel reden wir noch. What's up, Daniel? Waiting to draw Dana after Hayden gets his paparazzi on. I hope you like the sketch I did of you yesterday. Yeah, I love it. Love. And it's my new avatar. Excellent. I got tons of likes on FB. Ah, made you blush. Shut up. Someday your portrait may hang in the Daniel de Costa wing of the Louvre. We'll talk about it later. Jo, alles klar. Also, hat gefragt, ob es okay war hier. Dass wir, dass er uns gezeigt hat, dass er das eben, das Bild mit Witz reingestellt hat in Facebook und so, ja, und da haben wir gesagt, ja, das haben wir als unser neuen Avatar, hat sie als ihr neues Profilbild sozusagen, und was, ja, da freut er sich drüber und so, ist schon cool und so, da Hayden, jawohl. I'm kinda doing something now, Max. Ach so, er tut gerade was, ja. Natürlich Fotos machen. Wie soll es auch sein? Oh, ne. Aber bevor ich zu den Zwiebelpisten gehe, ohne Scheiß, gehe ich lieber nochmal hierher. No time to talk, Max. Ja, die posing ist posing, die hat auch keine Zeit, aber wie glaubt sind denn die hier alle, ey? Die denken alle nur an sich selber. Außer der, die, und die denkt auch gerade an sich selber. Und die zwei Bekloppten sowieso. Und da ich jetzt keinen Bock mehr habe, zu denen zu gehen, breche ich die Folge hier ab und sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Bildinformationen konntet ihr auch selber mal rauspicken. Ich hoffe, hat euch gefallen, dass wir noch ein bisschen mal mit allen geredet haben und sowas, was so passiert ist, was die gerade machen und sowas. Ihr habt es ja gesehen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen und einen Kommentar. Ich bin für diese Folge jetzt fertig und raus und würde euch noch auf den Weg mitgeben. Ein wundervolles Life is Strange. Bis zur nächsten Folge. Euer Barmut. Tschüss.